Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu der Welle 102 in Pukerogue. Heute werden wir mal schauen, ich habe extra ein bisschen vorgespielt, ob wir mit diesem Team, das ich hier habe, bis zu Ende kommen. Na, also wir werden F5 benutzen, na, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Denn wir sind ultimativ weak. Ich zeige euch auch gleich wieso, denn guckt mal unser Team an. Rayquaza fickt Maritelit, Vibor, Olangai maybe, zumindest mit Orkan macht er ultimativ Schaden, Saltigant lebt auch maximal 2 Runden und Volahuzu Orkan weg. Buckle ist auch noch am Start für Fire Resistance. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe, ihr habt gestern Sashian mitgenommen. Habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Weil gestern war es im Pull drin. Heißhieb. Das wäre was eigentlich. Anstelle von Sternenhieb. Also wofür ist... Sternenhieb von... na, Eisenschädel. Weil wofür braucht man Eisenschädel? Für Gesteinmons? Und dann hört es schon gleich auf eigentlich. Für Ösen noch für Fee. Aber für Fee habe ich Bibor. An der Stelle. Und Eis habe ich halt nicht im Sortiment. Alles klar. Hallo Arctos. Ist ja nicht so, als hätte ich dich nicht schon, aber du bist broken. Und keine Sorge. Warum ist das von der vierten Boss? Ja, das war klar. Ist jetzt aber eher die Frage, wie. Und wenn ich damit Saltigant reingehe, das Ding stirbt instantly. Ich würde es halt ganz gerne fangen. Buckle, bist du der way to go? Ach du Scheiße. Olanga? Hä? Tut mir leid, falls es überschreitet hat. Eiseskälte, dein scheiß fucking Ernst. Eiseskälte. Nur mal so. Ein normaler Play wäre folgendes. Ich sehe das Ding. Mach das da. Was willst du tun aus Eiseskälte? Nix. Wow. Sag ja, das Ding stirbt instantly. Aber kann ich das Ding fangen? Ist mir egal. Nee, wäre es jetzt ein Boss, hätte ich die Leute sterben lassen. Also die Pokémon. Das ist eben scheiße dumm. Olanga. Aber zweimal Steinhagel tot. So. Er trifft halt einfach permanent die Eiseskälte. Wie, warum trifft man so hart die Eiseskälte? Erst auf Level 80. Oh, Olanga wird gefickt von Eiseskälte, weil wir nicht überlevelt sind. Jetzt kommt Eiseskälte, dann machen wir Bibor. dann geht's jetzt auf Saltigant. Macht halt gar nichts. Ja. Das war's halt mit Arkidosi. Ja, fangen wir es halt nicht. Ist halt immer scheiße, ein Legendäres ziehen zu lassen. Ja. Seid ihr meiner Meinung?
Aber wenn es halt nicht sollen sein. Junge. Egal was du bringst. Soll ich lachen? Also da brauchst du härtere Geschütze. Backel, Backel, bliblablub. Schwarzgurt, ja jetzt. Das ist crazy. Rotom, mit dem habe ich auch schon einen Run beendet. Eisrotom, Ableithieb, tot. Irgendwie war das mit Ableithieb ein Egg-Move. Sonst hätte Wulowsu diesen Move gar nicht. Hat sich auch recht spät entwickelt. Prunusbeere, wir gehen, geben das auf Wulowsu, falls irgendwas passiert. Ja, und gegen Eis natürlich. Na, wäre das auch noch gewesen. Aber da wären wir eigentlich Fenstertreffer. Ja. Ciao. Auf Wiedersehen. Könnt ihr anderen mal mitleveln oder seid ihr am Schlafen? Top Elixier. Komm. Ableithieb, du bist ziemlich bulky, deswegen gehe ich nochmal auf den Protzer. Ableithieb, tot. Und so sieht es zwar aus momentan, weil Wulowsu so broken ist, aber mein gesamtes Team ist nicht gut. Tiefschlag wäre eine Option, aber das habe ich schon auf Olangar drauf. Monsieur Bibor. Ich hoffe, ich bekomme die Mega noch von ihm. Weil ich habe etwa seit Stage 30 oder so, habe ich den Mega Armreif. Explosion, ne. Soll ich rerollen? Nein, dann habe ich wieder 2k weniger. Das ist dumm. Ableithieb, tot. Kältedusche, Trank. Oh, Norbert. Ja, hallo. Ableithieb. Wow, er fistet mich direkt. Wie regeln wir das? Und genau das ist ja das Spannende dran. Viele sagen, ja, du F5-Benutzer. Problem ist, oder beispielsweise, meine Intention ist nicht, First Try durchzukommen ohne F5, sondern ein schlechtes Team zu benutzen und irgendeinen Weg herauszuarbeiten, um einen Trainer zu besiegen. Weil alles andere macht ja keinen Sinn. Jetzt kommt Mondgewalt. Irgendein Opfer muss sein, ne? Das macht ja gar nichts. Er wird austauschen, ne? Hä? Also, er wird nicht austauschen. Und jetzt muss man sich das merken. Wir werden jetzt verschiedene alternativen Zeitlinien erschaffen. Das ist ein bisschen von Creepfan inspiriert. So wie er das spielt, liebe ich es. Sag ich euch, wie es ist. Hä? Ach, das ist... Ich bin so eine Hohlbratze. Weil die Terra-Kristallisierung nicht einfach offensichtlich ist, noch bis jetzt nicht,
Das merkt man zwar am Glitzern, aber ich achte mich nicht immer drauf. Es ist pures Eis. Das heißt, wir gehen auf Bibor für den Resist. Wir gehen auf Olanga für die Immunität. Jetzt sind wir an einem sehr guten Ding, um Seelenbruch rauszukriegen. Klar, er wird uns hart hitten, ja. Aber an sich alles gut. Wir hauen ihm jetzt noch einen Tiefschlag rein. Das war's mit Wolausu. Mit Olanga. Jetzt können wir auf ihn hier raus. Machen hier den Ableit-Heap-Move. Oh, nice. Er ist rausgegangen, um seine Stats zu resetten. Weil er weiß, dass er mich mit Mondgewalt fickt. Ist das ein Arschloch? Ja, aber dein gesamtes Team hat keine Sonne gegen mich. Das ist dir bewusst, oder? Und dann muss ich irgendwie nur noch am Ding vorbei. An Vulnona. Wenn das nicht bald wieder reinkommt, bist du tot. Das ist also, was die KI sich teilweise überlegt, weiß ich auch nicht. Weil das ist ein Auto-Win jetzt. Jetzt habe ich immer noch 4 gegen 6. Weil Wolausu wird sterben hier. Wegen Mondgewalt. Ja. Das habe ich extra gemacht jetzt. Jetzt kommen wir hier zu Saltigant. Jetzt gehen wir hier auf Stein. Hageltot. Das meinte ich mit Rip an der Stelle. Und mit Herausarbeiten. Und auch das bestmögliche Ergebnis. Ich glaube, besser wäre es nicht mehr gegangen. Jetzt haben wir hier Rosaluna. Wir gehen natürlich wieder, weil wir fast keine Coverage haben, hier auf Wolausu. Drücken da einfach jetzt mal zweimal auf Protzer. Oh. Und drücken Ableit Heap. Bis zum Trainer haben wir jetzt einfach free to go wieder. Ein schönes Level-Up-Prozesschen, so Special Attack erhöhen. Dann gehen wir hier drauf, hauen den zu Klump. Das Dynamax-Band könnte ich auch noch für Wolausu gebrauchen, denn der hat ja auch eine Giga-Dynamax. Aber da habe ich das Band noch nicht. Erdkräfte. Brauche ich nicht. Special Defense mal. Genau, für diesen Trainer. Sehr schön. Ableit Heap. Musste das gerade sein? Arschloch. Ableit Heap. Blitzkanone. Arschloch. Ableit Heap. Sind beide Brunusbären weg. Einmal für die Vergiftung und einmal für die Para. AP Plus, sehr wichtig und richtig. Das ist die Frage. Tiefschlag juckt mich nicht. Genesung wäre halt auch richtig gut. Aber Fenstertreffer ist schon fast besser. Wieder Ableit Heap. Okay. Dann haben wir hier wieder eine Brunusbeere für unseren Wolausu Boy. Vierfach effektiv. Also das Beste ist auch immer, auch wenn es für euch je nachdem schädlich sein kann, für den Run, wenn ihr noch ein Pokémon braucht, immer die Stages zu nehmen, mit denen ihr am besten klarkommt, wenn ihr die Karte bekommen habt. Ableit Heap wieder auf Vordermann. Ableit Heap drücken.
Eishieb. Hyperstrahl, genau, nee. Wir gehen jetzt hier auf Eisen. Haben den nächsten Trainer. Fee und Botzer. Zauberturbo. Sorry an der Stelle. Flunky. Da du keinen Bedroher hast, muss ich nicht mal auswechseln. Hat er gerade erst jetzt drückten Zug ein. Geh weg. Ich bin schon auf Max Level. Wie wäre es mal, wenn ihr auch mitzieht oder nicht? So, Elixier. Keine Ahnung. Das können wir mal einfach rerollen. Olangar hängt ein bisschen sehr hinterher. Aber eigentlich alle. Ableithieb. Sorry an der Stelle. Dynamax-Band. Yes. Nehme ich doch dankend an. Bedanke mich. Jetzt muss nur noch etwas in der Richtung kommen und ich bin glücklich. Schwerthans. Ah, Prozess da schon besser. Weil ich da natürlich dann auch mehr aushalte. Oh, Lekriodon. Können wir das Ding fangen? Aua. Hä? Ja, gut, ein Crit, du Arschloch. Da muss ich jetzt nicht mal F5 drücken oder so. Wie gesagt, wir sind beim Boss. Er one-shottet halt alles, ne? Wollen die mich komplett verarschen? Wow! Schockschnabel, nice! Was nehmen wir jetzt hier? Wir haben schon länger nicht mehr Forest genommen. Also ich. Gut. Marithelit brauche ich allerdings nur bedingt. Ich habe immer noch Käfertrotz, ich Depp. Ja, und er hat Akrobatik. Das ist ja komplett geil. Nicht. So. Die Enigma-Beere. Ja, warum nicht? Ja. Saltigant. Eisheap. Ne, Fenstertreffer auf ihn. Steinhagel allgemein. Ariados dead an der Stelle. Ach Gott, immerhin den Flinch haben wir bekommen. Dann noch Tarnsteine für die darauffolgenden Pokémon. Weil selbst Tarnsteine kannst du über lange Zeit mit einfach
rübertragen. Ah, hat's nicht mal angenommen. Dankeschön für gar nichts. Haben wir jetzt noch einen Epipen mehr? Sehr schön. Eishieb. Und der Gegner hat so nebenbei Staraptor. Er hat dieses Pflanzen-Pokémon aus der 9. Gen, glaube ich. Felori. Ja. Wird lustig. Ja, komm. Geben wir dir ein bisschen. Dann haben wir den Shit hier. Jetzt habe ich natürlich kein Iros mehr drauf dort. Ugh. Ja, komm. Sollte reichen. Sorry an der Stelle. Was muss, das muss. Fieberball. Jetzt haben wir wieder einen Trainer. Aha. Letzter Treffer. Neutral. Wegen, genau. Wegen meinem Kampftypen. Dann Ableithieb. Bruder, das hat wehgetan. Dann outspeedet der Knödel noch. Aua. Und die Enigma-Beere hat auch gerade getriggert. Ableithieb, gar kein Problem. Exempo, sehr wichtig. Ey, Afiti. Hat er das einfach überlebt? Mhm. So muss das. Ich bin so gespannt, ob ich den Run hier schaffe oder nicht. Angriff. Klar, jetzt sieht's gut aus, aber wie gesagt, das heißt gar nichts. Ruhewort. Hat das Platz in seinem Moveset? Ich habe Schwertanz drin. Dann habe ich keinen Käfer-Move mehr. Aber ich habe Schlagbohrer drauf. Ist es sinnvoll? Oder soll ich lieber die Prunus-Beere nehmen? Sorry an der Stelle. Einfach töten. Sehr schön. Dann Top Elixier. Ice Heap. Sorry an der Stelle. Noctu hat keine Sonne gesehen. Meadow, was ist das? Ah, die Feen-Rubrik. Ja, moin. Ob ich das nicht irgendwie bereuen werde? Aber man, Bibor kommt jetzt mal zum Zug. Das finde ich doch schön. Digga.
Du bist keine Fee. Du bist keine fucking Fee. Pico Chilla, ja. Also Chilla Bell. Ich habe schon Freude gehabt, dass ich mal ein bisschen B-Ball spielen kann. Oh. Sorry an der Stelle, aber da nehme ich immer... Wenn ich kann... Eine Beere. Weil das zum Teil mir den Arsch retten kann. Okay. Elixier. Apple. Nee, hier müsste ich. Ja, Elfun, hallo. Da hat mein Bibor Spaß dran, ne? Einfach draufholzen. Citrobeere. Geben wir die Wolauzu. Ja, alles steht und fällt eigentlich mit Wolauzu. Wow. Er crittet mich, er outspeedet und crittet mich weg. Finde den Fehler. Geh weg. Dann X-Treffer, Bibor, Gift-Heap. Die meisten Feen haben einfach gar keine Defensive an der Stelle. Spezialattack. Aha. Da kenne ich gar nichts. Wie es klingt. Oh Mann. So. Nächste Brunusbeere. Geben wir die Olangar. Das kann auch sehr wichtig sein. Oh. Lockduft. Alles klar. Pollenknödel. Geh mir nicht auf den Sack. Angriff. Und natürlich kommt jetzt diese Olle ins Game. Und der wird mich jetzt outspeeden und töten. Habe ich recht? Hab absolut recht. Ich habe absolut recht. Von daher. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. An der Stelle einfach mal Schlagbohrer. Ja, perfekt. Dann ist das ein, glaube ich, Special Attack gestiegen, ne? Ne, Def. Gut, dann würde ich mal sagen, wer hat die beste. Ne, komm. Oh, nice. Tarnsteine für das ganze Umhergeblubber. Dann gehen wir auf Marithelit. Und den Power Punch vierfach zu resisten. Gehen auf den Reflektor. Das macht gar nichts mehr. Ich gehe jetzt auf Wolauzu. Mach den Protzer. Protzer.
Danke, Ableithieb, tot. Weil ich weiß jetzt nicht, was er mir noch entgegensetzen will. Nach der Aktion jetzt. Ja, wen juckt's? Ich bin wieder full life. Und ich hätte noch einen Ice Heap. Kein Problem. So läuft der Hase. Aber ich fand's lustig, wie sie Elizard zurückgezogen hat, nachdem ich einen Schlagbohrer drauf gezündet habe. Das war richtig edel. So, ja und? Das endet auf die gleiche Art und Weise. Physisch kommst du bei mir nicht weiter. Ich bin eine Wand. So. Und Tarnsteine natürlich. Ice Heap. So. Das war's. Game over. Fairy Cave. Und da war ich noch nie drin. Da will ich jetzt mal rein. Ich will gucken, was da kommt. Sabayone? Also gut, ich habe die Vorentwicklung, aber... Wie geil! Kann ich das Ding einfangen? Ja, irgendwie will ich ab dem Punkt nicht mehr einfangen. Gerade wenn ich bedenke, dass ich in 4 Kämpfen... Na? ...ein Problem bekomme. Ja, ich glaube, Erinnerung brauche ich nichts mehr. Ich gehe jetzt hier auf einmal rerollen. Bandsticker. Habe ich einen Geist-Move? Ich glaube nicht mal. Ich glaube nicht mal ansatzweise. Aber Lockparfüm kann ich nehmen. Ja, perfekt. Azetfloet. Ihr wisst schon, was ich gerade vor meiner Fresse sehe. Schlagbohrer. Nein, eigentlich müsste ich auf Gift-Tip gehen, aber ich glaube, wird resistet vom Kampf. Jetzt hier auf Pökelsalz. Weil ich ihn nicht töten möchte. Warum greife ich zweimal an? Nee, ich bin im Battle, genau. Ey, stellt euch mal, imagine, ich hätte jetzt einfach meinen Fee-Type weggeschmissen. Wir haben Azetfloet. Lux Calamitatis. Ach du Scheiße. Damit mache ich einen separaten Run. Wir haben einfach Azetfloet. Das ist ja richtig geil. Also, das nehme ich sofort. Togekiss. Wow. Und wir killen uns gegenseitig nicht. Das ist ja richtig, disgusting. Das ist ja richtig disgusting. Ich bin jetzt gespannt, in was ich mich hier... also ich weiß, sie wird mit dem
mit der Weiterentwicklung des Starters leben. Aber das kümmere ich mich erst gleich drum. Ja, mit Biber wäre eigentlich gar nicht mal schlecht zu leben. Ehrlich gesagt. Weil dann wird zu 100% ihr Stahl-Pokémon reingeswitcht. Was in meinem Fall jetzt der Wurm ist. Und hier kommt auch das erste Mal Rayquaza. No? Hallo Schlurm. Das macht gar nichts. Und das war's mit Rayquaza. Ice Heap for the win. Ice Heap macht alles weg. Ja, Bedrohr, sehe ich. Ich bin aber immer noch auf plus minus 1. Ableithieb. Plus 2 Death. Hatte ich selbst gekillt, sehr schön. Und selbst so kann ich noch zurückkommen, weil ich ziemlich schnell bin jetzt. Fenstertreffer. Flammenkörper hat nicht getriggert, sehr schön. Doch, wurde getriggert, wurde aber negiert. Knuddler, okay. Gift Heap. Ach, da war ja noch was. Klein Spasti ist noch hier. Au. Digga, hörst du auf mit Flackerbrand? Was für ein Hundesohn bist du denn? Darf ich wieder Brunos Bären holen? Aber gut. Und das nicht mal, also, und das ohne F5, ne? Und das Maxa killt mich halt auch nicht, ne? Nicht mal mit Wutanfall. Jetzt steht ein 6 gegen 1. Diggi, einfach nein. Grasfeld. Verpiss dich aus meiner Sicht. Später müsste ich es wahrscheinlich mit Buckel verkrüppeln mit Charme, aber jetzt gerade hat es wunderbar funktioniert. Hypertrank. Ja, warum nicht? Hat es sich verdient. Parfiness. Und tschüss, Parfiness. Oh. Ich kann dich versuchen zu fangen. Dankeschön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann... Oh, alter Dukat, nehmen wir sofort mit. Du bist tot, weil du keine physische Defense hast. Du bist fast so schlimm wie Simsala, was Defensiv-Skills angeht. Aether.
Wow, das einzige Fehltyp, was mich countert. Wow, wirklich das einzige Fehltyp, was mich countert. Wir brauchen jetzt F5, aber vorhin in diesem brachialen Bossfight mit Rayquaza kein F5. Finde den Fehler. Also, wir machen den Schrott nochmal. Oh. Ja, das reicht trotzdem nicht, weil ich den Betrug abbekomme. Habe ich ein Mon, was kein Betrug abbekommt und was Flohnkiefer nicht direkt instant killt? Wir machen es doch einfach so. Dann gehen wir auf. Ja, das macht halt gar nichts, ne? Und durch Reflektor überleben wir. Ist nicht ideal, aber das Beste, was man rausholen konnte an der Stelle. So, weil das Ding ist halt schon bulky und scheiße as fuck. Wir gehen jetzt hier nochmal auf Reroll. Hoffen aufs Beste. Haben natürlich verschissen. Wir gehen jetzt hier auf den Top-Trank. Supertrank und Angriff erhöhen. Jetzt haben wir schon wieder Flunkiefer. Möchtest du Pokémon auswechseln? Eigentlich nein, nicht wenn ich auf Full Life bin. Hast du keinen Knuddler mehr? Wollte gerade sagen. Dankeschön an der Stelle. Wer ist sonst noch jemand? Reroll. Special Defense. Brauche ich jetzt zwar nicht, aber okay, Giftie tot. Wir versuchen dich auch noch direkt zu fangen, weil wir eh nichts Besseres zu tun haben. Aha. Dankeschön. Mit Wunschtraum. Interessante Geschichte. Also, wir halten fest, in diesem Fairy Cave gibt es einfach mal AZ Flat. Beste Leben. Beste Leben. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Mit Arcani, mit Mew, mit Darkrai. Einfach wirklich awesome. Snebuna will wieder auf die Fresse. Gar kein Problem. Wo ich das her habe, gibt es noch viel mehr. Jetzt hat sie mich einfach in den Ice Cage geklappt schon wieder. Ich könnte kotzen. Hallo, ich habe wieder alles auf bei Null. Sehr schön. Dreiundfünfzig. Nicht mehr lange. Hyperball, Ränke Schmied. Ich nehme noch mal einen Hyperball, falls wieder irgendein geiles Mon kommt, was ich wieder brauche. Verpiss dich doch einfach aus meiner Optik. Wie sehr will man mich nerven? Gegner, ja. Oder der Randomizer hier, ja.
Riesennugget, X-Tempo. Hier, Riesennugget. Bautzer. Able. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, was Eiszahn? Aber beispielsweise, ich habe zuerst Eishieb gelesen und ich so, hä? Ich habe doch Ableithieb gedrückt. Elixier. Wieder dead. Also komm, eine Mega könnt ihr mir doch gönnen. Nicht mal ansatzweise. Warum sollte man mir das gönnen? Wäre ja nett an der Stelle. Über 10 Level weiter. Ich krieg zu viel. Aber das Problem ist, wie gesagt, die anderen Pokémon kommen, die würden nichts ausrichten. In der Regel. Oder würden ultimativ Schaden fressen und ich kann halt hier ziemlich viel sparen, so. Special Defense erhöhen. Oh, perfektes Pokémon. Ableithieb, ich gehe hier auf Finsterfaust und Steinhagel. Na, Finstertreffer und Steinhagel sollten regeln. Klar, Steinhagel wird niemals reichen bei diesem Bulk, aber besser als gar nichts. So, und jetzt gehen wir nochmal auf Ableithieb und auf Tarnsteine. Einfach weil wir es können. Dann Special Defense erhöhen. Oh, Rosana. Das kann mir eigentlich gar nichts. Willst du mich gerade verarschen? Jetzt musste ich da eine Brunusbeere fressen, nur wegen... Alles klar. Immer noch Eisgebiet. Willst du mich komplett rollen? Jetzt gehe ich wieder auf plus 2. Wieder die Stats. Aus der Hölle. Junge, bitte auftauen. Wie lange soll es gehen, bis ich auftaue? Ja, am besten gar nicht mehr. Bro, also nee, das akzeptiere ich wieder mal gar nicht. Also... Sind wir in der ersten Generation schon wieder, wo der Freeze permanent ist? Also, ne. Sicher überhaupt nicht ein. Was für ein Arschloch. Von Mammutell. Oh. Jetzt bin ich wenigstens auf plus 2. Das meine ich auch mit unterschiedliche Timelines erschaffen. Je nachdem wie du switcht und machst und tust, kannst du ein ganz anderes Ergebnis bekommen. Und das ist richtig geil. Das ist jetzt nicht so, dass ich erhöht haben wollen würde. Ja, komm, dann ist es voll mit Fenstertreffer. So, jetzt
Ableit-Hit tot. Das Blumond Ursaluna hätte ich auch schon. Ist sogar besser als dieses hier, in meinen Augen, aber okay. Das ist nur meine bescheidene Meinung. Ableit-Hieb noch erhöhen auf Max. Dann hier ein Fenstertreffer drauf, tot. Knuddler. Nö. Nugget. Ableit-Hieb. Ich hätte ganz gerne Carbon für meinen Velosu, damit ich noch ein bisschen schneller bin. Weil ich habe minus Innet-Wesen. Das sagt halt schon Boss. Angriff. Ableit-Hieb. Enigma-Beere. Ableit-Hieb. Riesen-Nugget. Ableit-Hieb. Weil jetzt bin ich dann gespannt, was wir noch in der Top 4 so bekommen an Gegnern. Ja, hallo. Ableit-Hieb, Steinhagel. Jetzt macht es auch automatisch mehr Damage. Wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, wieder Nugget. So, wir haben jetzt Mel. Die hatte ich auch noch nie, ne? Wir testen es mal aus. Mhm. Das war's mit dem Ding. Jetzt können wir wirklich ein bisschen leveln, das finde ich sehr schön. Hey, die sind 10 Level drüber gefühlt. Wow. Ah, das war nur wegen ihrem Ace, oder was? Sorry, Flampivian. Aua. Aber trotzdem bist du tot. Jetzt bin ich an der Obergrenze angekommen. Juckt mich nicht, was du da machst, im Prinzip. Also du bringst mir irgendwie wieder Statusprobleme, dann stört es mich schon. Oh, noch Pantifrost. Kennst du meinen Signature-Move schon? Na? Ah, wunderschön. Besser geht schon fast nicht. So, jetzt kommt die letzte Hürde. Super Pippin. Würde ganz gerne im Mountain weitermachen.
Weil ich dort mit Wolowoo am besten durchkomme. Oder alternativ mit Zeitigant. Ah nee, das kommt erst in 10 Runden. Okay, alles gut. Oh. Danke für das Aufsetzen. Buckle muss ein bisschen weiter nach oben. Sorry, Ibitak. An der Stelle. Kraftvorrat, das wäre übelst broken, wenn man dazu kommt aufzusetzen. Wenn man nicht dazu kommt und einfach weggejodelt wird, ist halt, na. Wir haben halt immer noch Käfertrotz. Wisst ihr was? Marithalit ist für mich der way to go für das gute alte Endynalos. Deswegen. Ja, mal gucken. Trotzer. Kopfnuss, als ob. Eishieb. Dann Enigma-Beere. Wieder Wolowoo. Ach du Scheiße. Nein, Olanga. Nee. Ableithieb. Tiefschlag. Oder. Ja. Perfekt. Ich bedanke mich. Sauber runtergespielt. Vergiss es, was ist noch? Diesmal nicht. Diesmal bist du auch nicht als Boss auf dem Feld. Keine Sonderboost, nix. Dann haben wir hier Käfer gebrummt. Brauchen wir allerdings. Brauchen wir das für irgendeinen Mon? Nee. Eigentlich gar nicht. Deswegen Special Defense. Ice Heap. Ist doch Special Defense oder ist es Defensive?
Nee, Ex-Verteidigung, gut. Matschbombe von Nothing. Jetzt können wir hier noch ein bisschen abgehen. Wir gehen jetzt hier drauf auf Maritalit und geben dem noch 4 Level dazu oder so. 3 Level. Eishieb. Weil mit Voloso werde ich sicher wieder an die Levelgrenze kommen auf 172. Aber mit den anderen eher weniger. Rogue Ball, anstatt dass ich... Ja komm, für irgendeinen Scheiß werden die mir den jetzt angedreht haben. Hoffe ich zumindest. Sonst hätte ich jetzt noch gererollt. So wie jetzt. Und wir haben wieder mehr Bullshit bekommen als was anderes. Deswegen, ja, wir gucken noch, dass alles voll ist. Dann Nugget, let's go. Boss, Chef rum. Ich gehe jetzt noch auf den dritten Protzer. Das hat mich jetzt gerade geheilt, also die eine Beere kann es nicht gewesen sein. Ah, das ist das Grasfeld, okay. Dachte gerade, hä? Die Nigma-Beere triggert doch erst, wenn ich sehr effektiv weggejodelt werde. So. Jetzt kommt der Boss Rush. Du bist doch eigentlich physisch, ne? Irgendwie vermute ich Schlimmes. Epitaler, perfekt. Willst du mich verarschen? Aua. Und es reicht nicht mal. Wisst ihr was? Das werde ich nochmal rückspulen. Weil das geht sauberer. Und zwar folgendermaßen. Bumm. Weil ich glaube, es war einer der einzigen Vögel. Er will mich doch komplett verarschen. Bringt mir Willi oder wie der Typ hieß. Ja, Willi. Das ist ein Auto-Win. Apfelsäure. Du Hund. Warum outspeedet ein Kokowai? Und tschüss. Das ist ein toter Willi. Alter Dukat.
Was? 39.530. Ach du Scheiße. Da kann ich fast nicht nein sagen, ne? Toptrank. Hi, Vulnona. Sorry about that. Aber du bist einfach tot. Reroll. Reroll. Immerhin etwas. Oh, Koga. Mit Roserade. Ein kompletter Gifttrainer. Ich guck mal, mit was er beginnt. So, also X-Bat, eines der gefährlichsten Mons, auch für mein na? Bibor ist weg. Jetzt sind wir schon auf Level Cap. Skuntank oder so? Nee. Warum auch? Wenn man Tentox haben kann. Macht Tyrelit. Wer. Eine Option, aber dann habe ich meinen Boost weg. Wundervoll. Dankeschön für die Hydropumpe, Miss Place. Dankeschön. Ey, ich lag mich gerade hier durch Koga durch. Aua! Da ich eh schon voll bin, ich lasse jetzt mal die anderen ansteuer. Vergiss es doch einfach. Ich lege noch Reflektor raus. Bibor. Muss ja nicht noch einer drauf gehen. Ich glaub's doch nicht. Aber Jungs, das, nee. Nee. Sehe ich nicht ein. So geht's auch. Aha. Wie gesagt, wenn er stirbt, ist es mir noch egal, ne? Also, sage ich so, wie es ist.
Oh wow. Ups, das war's mit Roserade. Na? No. Jetzt gehe ich einfach hier rein. Das juckt ihn halt so mal gar nicht. Pökelsalz, Giftkettung. Hier, friss. Steinhagel. Wow, hätte ich das gewusst. Scheiße, wa? So. Jetzt egal, was reinkommt, Psychokinese down. Oder auch nicht reinkommt. Also, ich kann normal spielen, ne? Aber ich will halt immer das Beste rausholen. Sorry about that. Aber du kannst nichts gegen mich ausrichten. Für dich habe ich ein zu gutes Team. So, Koga wurde defeated. Das heißt, ich brauche einen Beleber für mein Wolowsu. Heißt, ich brauche eine Top-Genesung für meinen Saltigant. Heißt, ich brauche ein paar Hypertränke. Oder noch ein Top-Trank. So. Dann gehe ich noch auf Reroll. Weil ich es kann. Noch ein Bonbonglas. Wow. Dankeschön. Zu freundlich, dass du getroffen hast. Special Attack. Ja, eventuell, ne? Wäre eine Option wert. Ich muss aber noch kurz Ether, wahrscheinlich für Wolowsu. So. Oh, Bruno. Hallo, Bruno. Tarnsteine. Wie wirst du nicht mehr los? Pökelsalz. Wow. Wie soll ich jetzt Schaufel abfangen? Hat er gerade einen Turmkick geballert? Nochmal funktioniert der Müll nicht. Verpiss dich.
Sorry an der Stelle. Protzer Sternenhieb, okay. Hat er gerade einen Boost bekommen? Wow. Wow, ein Kikli outspeedet mich und fickt mich in meine Einzelteile. Was für ein Strolch, ey. Und Vögelsalz bleibt halt drauf, ne? Ist ja schon richtig süß. Resladero. Das ist jetzt vorbei. Dann haben wir hier einen Ableithieb für ihn. Okay. Dankeschön, gib mir Recover. Das heißt, ich werde Kiklis Turmkick auch überleben. Und wenn er mit Sternhieb anfängt. Okay. Oder eben nicht. Egal wie es läuft, ich überlebe. Er ist tot. Ableithieb. Danke, wieder fast full life. Also Vulauso ist broken as fuck. Zumindest mit Ableithieb. Ohne Ableithieb. Ne, eher weniger. Er kann zwar reinschalten mit Nahkampf, aber. Komm, einfach umfallen. Und tschüss, Geowatz. Das nenne ich halt tote Charaktere. So, an der Stelle. Citrobeere würde ich ganz gerne ihm hier geben. Dann ihn mit Ableithieb wegjodeln. Blomkörper würde mich jetzt auch nicht jucken. Ewiges Eis, Eisattacken. Könnte ich machen, ja, warum auch nicht. Aber ich muss mir zuerst mal meine Protzer wiedergeben. Mein Ableithieb wieder auf Vordermann bringen. Und ewiges Eis auf Vulauso. Wegen Eishieb. Und hier haben wir jetzt die Unlichttrainerin. Ist da die Frage, outspeedet der Knirsch mich? Nee, outspeedet der nicht. Und er ist One-Shot. Dann hier One-Shot. Sorry, Zorak. Hat der hier seine Fähigkeit noch nicht? Das ist ja richtig räudig. Also wahrscheinlich schon, aber es hat noch ein N, heißt, die ist noch in der Entwicklung, dass das funktioniert. Aua. Schwester, du wirst sowas von weggejodelt. Gegen dieses Vulauso hast du nichts zu melden. Es tut mir leid. Ich hätte dir gerne was anderes berichtet, aber. Es sind alle sogar auf Level Cap. Und nicht mal dein Nachtara überlebt. Aua. Ich habe gerade 6 zu 0, so, ne? Ich habe sie gerade 6 zu 0 komplett weggeballert.
Liberlo. Ach du Scheiße. Geh weg. Du willst mich doch verarschen, ey. So. Wow, Siegfried hatte ich noch nie. Das wird übelst broken. Mit was kommt er jetzt? Mit Feenmove oder mit Flug? Wahrscheinlich, weil der Typ Fee ist, gerade mit Typ. Ja, und das tut auch mir höllisch weh. Aua. Okay, das können wir direkt wieder resetten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich dachte jetzt mir, vielleicht kommt er mit einer Windattacke, also mit Windschnitt oder so. Aber nein. Er hat mehrere Outs gegen mich. Ich muss hier Tarnsteine. Hä? Dein scheiß fucking Ernst? Ich gehe auf Genesung. Ganz frech. Tja. Das ist mir jetzt an der Stelle egal. Ich sollte outspeeden und ihn killen. Dankeschön. Und da alle irgendwie Flug sind oder so, nehmen sie auch dementsprechend Schaden. Da kann ich mich sogar wieder regenerieren. Ja. Halb gehe ich jetzt hier auf dreimal, ne? Ableithieb. Ja, auf dreimal Protz und dreimal Ableithieb. Hier haben wir Ableithieb for the win. Ein physisches Sidra King. Alles klar. Jetzt habe ich alles gesehen. Ein Omega-Zikade. Wäre das Ding speziell, würde es mich komplett hops nehmen. Ja, juckt. Zikade. Sorry, Bro. An der Stelle bist du einfach useless. Ach so. Mulawuzu, Ableithieb, tschüss. Calcium. Ich habe halt eigentlich wirklich nichts dafür, außer eben, ne? Okay. Das reicht halt gar nirgends hin. Und warum hat man nur Geowurf?
Muss ich das verstehen? Angriff, sehr schön. Das gefällt mir. Jetzt ist perfekter Zeitpunkt dafür. Ableithieb. Eisenhals habe ich auch bekommen. Leider keins der geilen. Also, ne? Ich hätte fast gesagt Ultrabestien. Aber geht schon in die Richtung, ne? Noch ein Angriffsboost. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Soll ich? Ja. Das ist sinnvoller, Bro. Danke, dass mal einer mitgedacht hat. Ether. Special Attack. Ja, ich glaube, das ist der Way to go. Jetzt kommt der letzte Fight vor Endynalos, der wichtig wird. Das ist die Frage. Jetzt kommt wieder ihr Starter Maskagato. Okay. Wenn das der Start ist, ey, besser geht's nicht. Anscheinend sieht er meinen Moveset nicht. Weil sonst würde er nicht in... Sonst würde er nicht da reingehen. Seht ihr, was ich meine? Jetzt ist die Hälfte von ihm schon weg. Oh, das ist natürlich richtig geil. Egal, was reinkommt. Oh, wow. Außer ich kann es heilen, dann ist mir egal. Ice Heap. Oh, das ist broken. Auf ihrem Starter. Wow. Hätte ich das gewusst, hätte ich das jetzt nicht so gehandhabt. Weil normalerweise switcht er immer aus wegen mit seinem Sturm. Aber gut. Warum hat er jetzt beim ersten Mal Drachenpuls eingesetzt? Verstehe ich nicht. Und jetzt wieder auf... Ja. Macht ja gar keinen Sinn. Jetzt ist Mega-Rayquaza einfach tot. Der kann nichts mehr machen. Und ich kann mich regenerieren über... Über Schlurm gleich.
Jetzt kommt natürlich der Typ. Aber was will er machen? Knuddler. Egal. Sorry an der Stelle. Saltigant. Steinhagel. Wow. Den Outspeed, ey. Aber hey, das ist geschenkt eigentlich. Ich muss nur jetzt das Ende besser spielen, weil Mega Rayquaza war mit Abstand der schlimmste Gegner für mein Team. Und dass er dieses Missplay macht am Anfang. Ich verstehe es nicht. Schon nur, dass er hier reingeht. Boom. Boom. Sein überaus stärkstes Pokémon. Einfach weg. Einfach Geschichte. Jetzt gehe ich hier in Saltigant rein. Tanke den Orkan. Er switcht den Schlurm aus. So. Ich gehe jetzt hier in Wulauzu. Aua. Finstertreffer. Den ersten Burn kann ich abwenden. Dumm bin ich nicht, Bro. Er hat Steinhaupt drauf. Jetzt mache ich mal Tarnsteine. Knuddler juckt mich nicht. Kommt jetzt wieder sein Scheißding? Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, was reinkommen will. No. Aber egal was, es ist einfach tot. Gut, dann gehen wir wieder raus. Aha. Ja, es ist schön für ihn, aber... Ich gehe jetzt hier auf Genesung. Bin wieder full life. Gehe wieder auf Bibor. Biborino. Tanke wie ein junger Gott. Drücke auf Gift Heap. Er geht hier wieder auf Sturzflug wie ein Vollidiot. Ich gehe jetzt hier auf Pökelsalz. Yes. Er resettet wieder. Ich gehe wieder auf Bibor. Und diesmal mache ich es anders. Diesmal gehe ich auf... direkt in Salanga. Saltigant, sorry. Drücke hier noch ein bisschen Pökelsalz. Genesung. Weil du machst gar keinen Damage mehr. Ja, Saltigant regelt hier. Aber wirklich wie ein junger Gott. Steinhagel. Und mal regelt nicht Wulauzu.
Volusia ist eigentlich praktisch useless. Oh. Aber weißt du was, Bro? Jetzt habe ich gerade was komplett ignoriert. Das hier allerdings ignoriere ich nicht. Denn ich bin schneller. Ich verkrüppel dich so hart. Dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Dann gehe ich auf Fulausu. Klar, du kannst mich wegcritten. Das auf jeden Fall. Aber das ist nicht passiert. Dass du mich wegcritten kannst. Und jetzt haben wir noch ein 3, 4, 5 gegen 1. Und jetzt gehe ich am besten nochmal Rhythalit. Mach den Reflektor. Gehe in Buckel. Aktiviert die Knusperkruste. Gehe auf Charm. Gut. Dann gehe ich jetzt auf Volusia. Ableithieb tot. Na? Hat doch gut funktioniert. Jetzt brauchen wir auch nur zwei Beleber. Und jede Menge Hypertränke. Und Top-Tränke. Ich muss gucken, dass ich mit Zaltigant auf der zweiten Position stehe. Oder so. Weil Pökelsalz regelt dann im Final Fight. Ja, komm. Noch ein bisschen Kohle. Für Psycho. Keine Ahnung. Trugträne, keine Ahnung. So. Ein Hypertrank oder so. Eine Blattgeißel, die ich nicht mehr benötige, weil ja. Aus bekannten Gründen. Muschelglocke bringt an sich leider gar nichts. Na klar, jetzt kommen die zwei brokensten Pissknödel noch mal kurz vor Ende. Wow, hätte ich das gewusst. Hat einfach so ausgereicht, okay. Obwohl es so resistet wird. X-Tempo wichtig. Für gleich. Weil das ist doch was er mir nicht nehmen kann.
Oh. Armer Junge. Dass jetzt mein Team noch so, ne? Was reißen kann, gefällt. Gut. Angriff ist auch wichtig an der Stelle leider. Achtundneunzig, ja. Ich weiß gar nicht. Das Ding fällt um, das weiß ich. Kriege ich Flügel? Will mit dem Kopf durch die Wand anscheinend. So. Dann haben wir hier einen AP-Top. Brauchen wir aber eigentlich nicht mehr. Mache ich jetzt aber trotzdem. Ich glaube, jetzt hier hat er noch eine Matschbombe, ne? Wir haben keinen Stahlmann. Wie viel Schaden das halt einfach macht, ne? Ja, nee. Klar, Brunus Beere hat geregelt, aber. Wie soll das jetzt aussehen? Pökelsalz. Das Einzige, was ich machen kann, ist auf Bibo raus. Wie kommt jetzt auf einen Dynastrahlen? Ist der komplett lost? Aua! So, jetzt wird er eh wieder zum Oberbabbo. Jetzt muss ich hoffen, dass alles so kommt, wie ich das ganz gerne haben wollen würde. Ja, nee. Also das war schon mal das mit ihm hier. Dann muss ich wieder auf ihn. Gehe jetzt hier auf Pökelsalz. Gehe auf ein weiteres Protzer. Weil ich muss ihn jetzt protzen und so weiter, bevor er überhaupt die richtigen Boost rausbekommt. Weil er ist jetzt einfach auf Init und so und das ist auch gut und alles, aber mehr auch nicht. Protzer. Das ist auf Special Attack, der Knödel. So,
Hä? Haben wir ihn jetzt? Weil auch wenn Ding verschwindet. Das Pökel ist also immer noch aktiv. Ja, wir haben ihn. Einfachster in Lina Lost Fight ever. Mit Pökel und Salz und so. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Boah, die ganzen Trainer, ey. Heute ist übrigens Groudon abzuholen. Dakuma, Hefe, Gyozali, Zensekt, Hornliu. Ja, jetzt muss ich Hornliu nie wieder benutzen, wenn ich nicht möchte. Ja. Was ist eigentlich meine Session jetzt? Und die beiden habe ich vorhin auch bekommen. Den aus dem Ei. Na, das sieht man auch am Egg-Move. Giftkettung. Und den hier habe ich einfach so gefangen. So. Wo ist meine Session? Hier. Da habe ich, sogar mit Zauberturbo habe ich es bekommen. Ich glaube, Yaula ist nicht so das Ding. Was? Sanktuklinge? Ja, Ruckzuckhieb. Wer braucht einen Ruckzuckhieb, wenn ich Zauberturbo haben kann? Perfektes Moveset. Eigentlich. Schon für den Anfang. Wie viele Punkte? 9 Stück? Ach du Scheiße. Ihr wollt mir doch nicht sagen, das Ding ist so broken. Naja. Das wird meine nächste Challenge. Was kann ich überhaupt noch mitnehmen? Das Wurmel. Ein Wurmelino. Und oder wie ist... Purmel, sorry. Dann haben wir hier noch Tepurze, Wurmi. Das Kackding Wampel. Sonnenkern, Hauptsprost, ich Cognitu. Das Ding kannst du doch nicht brauchen. Auch wenn es richtig normale Moves hat. Das Ding hat doch keine Statuswerte. Mit Hornley habe ich es gemacht. Smetbo wäre noch eine Option, aber naja. Paras wäre noch eine Option. Wenn ich gerade Flug oder... Naja. Feuer kommt, ist es ziemlich stark. An sich. Sprießbomben. Was sind Sprießbomben? Kenne ich nicht, die Attacke. Überrumpler. Okay. Ja, ich glaube, ich starte mal mit den nächsten Fight. Der Daily Run habe ich auch schon gemacht, aber da habe ich falsch angefangen, deswegen, weil ich kenne es halt einfach so, dass ich anfange und einfach mal die Gegner weggejodeln, ja, bis ich was finde, aber beim Daily Run solltest du halt die Pokémon, auch wenn du sie schon hast, einfach fangen, ja. Ja, da war was. Naja, ich mache mit Session den nächsten Run und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Freunde. Tschüss.